Herr Präsident, werte Damen und Herren, Kinderschutz ist und bleibt ein allgegenwärtiges Thema. Sich diesem fortwährend anzunehmen und die Standards verbessern zu wollen, ist richtig. Groß war entsprechend aber auch die Erwartungshaltung an den Antwortkatalog auf die Große Anfrage der Landesregierung mit über 300 Seiten. Da sollte man eigentlich meinen, die Landesregierung hätte auch Antworten auf große, drängende Fragen. Dem ist allerdings mitnichten der Fall. Dann liest man sich die Antworten durch, so bekommt man des Öfteren ein Déjà-vu. So haben Sie über 30 Mal dieselbe Antwort gegeben. Entweder waren also die Fragen der SPD redundant oder aber, und das wäre folgenschwerer, die Landesregierung hat keine wirklichen Antworten. Doch auch die Große Anfrage der SPD-Fraktion soll von unserer Seite nicht frei von Kritik bleiben. Wir verstehen selbstverständlich den Gedanken, laut dem Jugendämter gesetzlich enger in die Pflicht genommen werden sollten, bei einem Verdacht auf Straftaten gegen Kinder frühzeitig die Polizei einzuschalten. Aber durch die Aufwendung von Druckertinte für einen Gesetzestext wird sich das grundlegende Problem nicht in Luft auflösen. Die Frage ist doch eher, was eine Kinderschutzfachkraft zur Einschätzung solcher Sachverhalte benötigt. Ein guter Kinderschützer braucht keinen Text, der ihm sagt, dass Straftaten wie sexueller Missbrauch angezeigt gehören. Ein guter Kinderschützer braucht genauso wenig eine Vorgabe, die ihm erklärt, dass Kinder nicht auf einem Campingplatz in einem dreckigen Wohnwagen untergebracht werden sollten. Er braucht kein Handbuch, in dem ausgeführt wird, dass der Satz "Das kleine Mädchen macht mich heiß und macht für Süßigkeiten alles" verdächtig klingt. Werte Damen und Herren, hier läuft gehörig etwas falsch, was sich durch Paragraphen nicht lösen lässt. Was wir benötigen, ist die Schärfung der Mentalität von sämtlichen Jugendamtsmitarbeitern. Ich habe es bereits einmal in einer Debatte zu diesem Thema gesagt. Im ASD, der als erstes bei möglichen Kindeswohlgefährdungen in die Familien geht, arbeiten üblicherweise die Anfänger, die direkt aus dem Studium kommen. Dort wurde ihnen zwar allerhand von Erziehung zur Mündigkeit beigebracht, aber nicht, in was für prekären Verhältnissen manche Menschen leben. Mit der rosaroten Brille will man vor allen Dingen helfen und Menschen befähigen. Doch leider allzu häufig wäre es besser, wenn die ASD-Mitarbeiter dort bohrende Nachfragen stellen, wie die SPD dies auch richtigerweise im Untersuchungsausschuss immer wieder tut. Wir brauchen keine Kuschelpädagogen, die sich von möglichen Pädophilen um den Finger wickeln lassen, Stichwort Täterstrategien. Wir brauchen auch keine sozialpädagogischen Familienhelfer, die nichts über ihre Termine in den Familien verschriftlichen, außer ihre Stundenabrechnung. Und wenn die Hilfe zur Erziehung darin besteht, dass die Familienhilfe dem pädophilen Messi im Wohnwagen den Hartz-IV-Antrag ausfüllt und ihm erklärt, dass das Pflegekind zum Frühstück besser ein Obstsalat als ein Schokoriegel ist, dann müssen wir auch über die Qualitätsstandards bei den freien Trägern der Jugendhilfe reden. Da können Sie als Landesregierung auch noch so häufig schreiben, dass durch das Landeskinderschutzgesetz die Empfehlungen für Jugendämter in NRW zum Mindeststandard erhoben und ein internes Qualitätsentwicklungsverfahren eingeführt wurde. Bestes Beispiel hier, die Mitglieder des Familienausschusses werden sich daran erinnern. Das ist der 5-jährige Junge, der im Februar in Hagen mit einem Fäkalieneimer in seinem Zimmer eingesperrt wurde. Er konnte nur fliehen, indem er auf das Dach des dreigeschossigen Hauses kletterte, wo er kurze Zeit später von den Nachbarn in der Dachrinne entdeckt wurde. Was macht das zuständige Jugendamt? Schickt das Kind nach gerade einmal einem Tag zurück in diese Drogenhölle. Da müssen doch bei jedem Familienpolitiker und verantwortlichem Jugendamtsmitarbeiter die Alarmglocken klingeln. Doch wie war die Antwort auf unsere Nachfrage? Zitat: Trotz dieses Vorfalls und nach verwaltungsinternen Prüfungen sieht das Jugendamt keinen Anlass für strukturelle Veränderungen. Wow! Diese Antwort zeigt die offenbar fehlende Bereitschaft seitens der Jugendämter, auch nur ansatzweise die Situation vor Ort verbessern zu wollen. So haben gerade einmal 88 von 186 Jugendämtern an der Online-Umfrage zur Großen Anfrage teilgenommen. Nicht einmal die Hälfte. Und von diesen 88 hat gerade einmal die Hälfte damit begonnen, die Maßnahmen des Landeskinderschutzgesetzes umzusetzen. Viele Jugendämter wissen noch nicht einmal, dass sie als Ansprechpartner für die Erstellung von sogenannten Schutzkonzepten verantwortlich sind. Und was macht die Landesregierung? Sie hat offensichtlich nicht einmal Interesse daran zu prüfen, wie die Jugendämter überhaupt arbeiten. Eine unabhängige Fachaufsicht sei auch nicht vonnöten da, und ich zitiere, eine entsprechende Gewähr, Schaden für Kinder in allen Fällen zu verhindern, wäre auch im Falle einer Fachaufsicht nicht sicherzustellen. Ja, so kann man es auch machen. Wissen wir nicht, kann man nicht sagen, also versuchen wir es gar nicht ernst. Kinderschutz sieht anders aus, meine Damen und Herren. Aber lassen Sie mich zum Abschluss nochmal zur Großen Anfrage zurückkommen. Auch hier wird wieder versucht, die Anwendung sexualpädagogischer Konzepte als Schutzmaßnahme gegen Missbrauch zu verkaufen. Erneut müssen wir von der AfD darauf hinweisen, dass es mehr als fraglich ist, Sexualpädagogik als Prävention gegen sexuellen Missbrauch anzuwenden. Nicht nur sind Konzepte wie Sexualpädagogik der Vielfalt mit ihrem Bezug zur Queer-Theorie mehr als fragwürdig.
Darüber hinaus muss es doch jedem normalen Menschen seltsam anmuten, Kinder im jüngsten Alter dabei zu helfen, Sexualität selbstbestimmt, lustvoll und sinnlich zu leben. So der Wortlaut in der Definition zur Sexualpädagogik von Pro Familia, der Deutschen Gesellschaft für Sexualpädagogik. Inwiefern helfen frivol verkleidete Drag Queens, die Kindern etwas vorlesen, oder Tänzer, die sich gegenseitig ablecken, wie jüngst in Köln, dabei Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen? Und nun erklären Sie mir außerdem mal Folgendes. Auf der einen Seite sehen wir ein weitreichendes institutionelles Versagen pädagogischer Fachkräfte im Jugendamt. Wir diskutieren im Untersuchungsausschuss regelmäßig darüber, dass den angehenden Fachkräften Wissen und Sensibilität im Bereich Kinderschutz fehlt. Und auf der anderen Seite wollen Sie, dass Familien denselben Fachkräften die sexuelle Erziehung ihrer Jüngsten anvertrauen? Was für ein makabrer Witz. Wir als AfD-Fraktion sagen ganz klar, dieses ideologische Experiment muss beendet werden. Kinderschutz und die Sexualisierung von Kindern schließen sich aus. Vielen Dank.